Oder du kannst das schon nicht mehr sehen, wa? Ohne Brille nicht. Jetzt ja. Aber jetzt hat er die Brille auf. Sieht das gut aus? Ja, es ist immer eine noch Verschwendung von Ressourcen. Es ist immer noch gestochen scharf. Ja. Wie E und E. Und damit hallo, liebes Publikum. HBK hier bei mir. Hier ist der Captain von der Kanchos Corner. Also das müsstet ihr mittlerweile wissen. Wenn Benjo kommt, dann ist der Captain nicht fern. HBK und Captain Zeit. Genau. Und ja, ich muss. Egal wo, also wenn irgendjemand anders irgendwo Benjo spielt, wir kommen. Wir sind dabei. Gesprungen. Wir sind dabei. Benjo, Nuts and Bolts, wir sind immer dabei. Wenn auch nur ganz hinten in der Ecke. Das Rennen geht los, das Spiel ist im Gange, doch Benjos Chancen sind gleich null, das wissen wir schon lange. Gut, ja, das heißt, dass sonst niemand spielt. Sonst hätten wir einen vollen Terminkalender. So. Ja, und gut, dass ich das schon zehnmal vorgelesen habe, was sie gerade gesagt haben. Ich habe ja schon in der letzten Aufnahme gesagt, dass es 3 Monate her war, von der letzten Aufnahme gesehen. Ja. Und genau diese 3 Monate sind nochmal vergangen. Oder 3 weitere Monate sind nochmal vergangen. Wir haben jetzt Dezember. Den 29. Der 29. tatsächlich, ja. Wir sind der 29. Tage Dezember. Vor der sogenannten Jahreswende. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als Benjo Schraublocker aufzunehmen. Benjo Kazooie Schraublocker. Der Schnee bedeckt das Land. Von Eisen bis Weizen. Aber den Fernseher nicht. So. Ja, und. Und zu diesem Zeitpunkt ist immer noch nicht mal die erste Folge, die irgendwann im Juni aufgenommen wurde, ausgestrahlt worden. Weil der gute Captain Kirby noch nicht fertig gemacht hat. Aber wenn ihr das hier seht, ist Kirby wahrscheinlich schon wieder ganz lange out. Oder wir haben da schon wieder die nächsten 3 Kirby-Spiele durch und Benjo immer noch nicht durch aufgenommen. Das kann durchaus passieren. So oder so sollten wir vielleicht hier irgendwie mal was machen. Ja, los geht's. Das Erste, was ich sehe... Da ist wieder der Hakenkiller, töte ihn! Der Hakenmörder, nicht Killer. Hakenkiller, Hakenmörder. Bam! So. Getötet. Hier, Piddles. Und die Bewohner des Dorfs, die können wieder in Ruhe schlafen. Aber ich frage mich gerade, warum ist da... Achso, das heißt einfach nur, dass da eine Welt ist, dass da dieses, das Jiggy-Symbol halt, dachte ich. Gerne, was? Ja. Gerne, was? Ich habe sie schon gar nicht mehr vorgelesen, ich ignoriere sie gerade. So, das haben wir gemacht. Ah, waren wir hier schon? Sieht so bunt aus. Gucken wir mal. Na, die Ecke ist Akt 4. Oh, 4 von 4 Jiggy. Ach, das ist das, wo wir die Mr. Fit-Trophäe versucht haben zu kriegen. Und ich sag's euch jetzt schon mal, wir werden es dieses Mal, ich denke, nicht probieren. Wir wissen nicht, was passiert. Also, ne, wir werden nicht die ganze Folge daran sitzen. Wir würden es nämlich machen, wenn wir jetzt damit anfangen würden. Und falls bei mir irgendwie hier tonmäßig das alles ein bisschen anders klingt, tut mir das leid. Ich weiß nicht, warum auch immer... Ich hatte Soundprobleme, das habe ich in so vielen Projekten schon gesagt. Und deswegen könnte der Sound ein bisschen anders klingen als vorher. Deswegen tut mir das leid. Flamed den Captain dafür. Ja, genau. Ja, der Captain. Flamed mich dafür. So, ich hole da hinten erstmal die Noten. Ich bin Arzt. Ja, flamed mich da. Guck mal, hier ist der Arzt, hier links. Tatsächlich. Aufs Stichwort. Oh Gott. Und noch ein Hakenmörder. Und ein Schwein. Schwein gehabt. Da ist noch ein Doktor. Killerhaken. Killerhakenman Nummer 2. Mörder. Ja, Mörder, natürlich. Mörderkiller. Because why not? Aber was genau machen wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Noten also sammeln. Da oben ist nämlich noch eine Silbernote. Die hat mich so angefunkelt. Ich konnte nicht widerstehen. Wo habe ich mich da. Ach so, auf das Rad habe ich mich, glaube ich, gerade gestellt. So, ja. Sonst weiß ich noch nicht ganz genau, wo es jetzt heute hingeht. Ah, siehst du? Die Goldnote habe ich doch gesehen. Oder ist das eine Bronze? Ne, es ist eine Goldnote. Note. Oh Gott. Kannst du mich auch HBK nennen? Na, gesehen? Boah, ich gehe. Warst du da oben schon? Was? War ich da oben schon? Waren wir überhaupt schon hier? Ja, am Hafen waren wir auf jeden Fall schon. Er hat nämlich so ein Kurzzeitgedächtnis und ich bin der das bearbeitet, von daher. Ja, ich muss mich nicht daran erinnern, Gott sei Dank. Ich werde dann mal weit auseinandersetzen. Oh ja. Gucken wir mal. Dreh dich! Oh, da ist eine Kiste drin. So, du sagst. Oh, guck mal, das Rare-Logo. Haha, Schleichwerbung. Lustig. Oh, nein. Oder doch? Na, auslöschen. Auslösen? Achso. Das hast du das erste Mal schon falsch gemacht. Oh, nein. Warum? Oh, was? Oh, RNG, bitte. Boah, was ist das? Achso, daran hält ich mich. Von all den... All den Sachen, die passen. Gummikisten dieser Welt. Muss das die gummikistigste Kiste sein, die wir finden können. Mit Gummi. Ja. Und Kiste. Gib Gummi! Kapiert? Wie Schummi? Nee, wie ein Kondomautomat. Oh. Bam, die gibt Gummi wie ein Kondomautomat. Voll der krasse Diss. Gegen wen? Gegen die Autoindustrie. Was? Voll, ist das überhaupt kein Diss?
Der Kondomautomat gibt mehr Gummi als dein Auto, Mann. Das ist gut. Das wäre. Das ist. HVW am Arsch. Auslöschen. Ja, die Ladung löschen, das ist auch ein ganz normaler Fachbegriff außer Hafenerie. Du meinst eher so. Es gibt die Raffinerie und die Hafenerie, ist auch logisch. Ja. Aber auslöschen ist doch mehr so von den Feuerwehrleuten, auch, oder nicht? Aber man kann die Ladung löschen eines Schiffes. Ah, warum ist denn die blöde Kiste ins Wasser gefallen? Das ist doch saubdämlich. Das Meer holt sich einfach alles. Oh mein Gott. Erst mein Knie und jetzt meine Kiste. Mein Knie. Der Rest des Beines ist dran, hat sich nur das Knie geschnappt, dieses fürchterliche Meer. Dieses fürchterliche Bär. Ja. Stell dir mal vor, anstatt Bären hätten wir Meere und anstatt Meere hätten wir Bären. Also so ausgetauscht, dass das ganze Meer überall ist wäre Bär. Wäre voller Pelz. Wäre voller Bär, ja. Aber müsste es dann nicht... Müsste dann wäre es eine Bärjungfrau. Oh! Wow. Das klingt sexy. Was, eine Bärjungfrau? Hat die von mir gehört. Eine Bärjungfrau? Eine Bärjungfrau. Oh mein Gott, du bist geil auf Tudi, auf Benjos Schwester. Was? Benjos minderjährige Schwester. Du was? Also erst einmal müssten es doch aber Bären sein. Also... Bist du dann ihr Liebhaarbär? Fängt schon wieder gut an, ne? Ja, pass auf. Und das ist gerade mal die erste Folge dieser Aufnahmesession. Gerade mal die ersten 5 Minuten. Falls es irgendwer bis dieser Aufnahmesession... Die Kiste ist verschwunden. Ich sehe sie. Ja, die eine da, aber die andere ist weg. Oder? Warum sind jetzt eigentlich hier Versammlung der Hakenmörder? Ich habe keine Ahnung. Wo ist die zweite? Hä? Verdammt, seist du Hexe! Ich dachte, das Meer. Alle. Bär. Da! Wann ist die ins Wasser? Ich frag nicht. Ich habe schon gefragt, ich weiß, aber trotzdem. Vor allem ist sie gerade eben erst versunken. Hä? Ach, wahrscheinlich hat einer der NPCs die bis oben irgendwie mitrutschen lassen und dann... Ja, schieb ruhig auf die anderen. Ich schieb die Kiste auf die andere. Clever. Was ist das da links? Rechts. Da oben? Nee, da hinter dem Holz. Oh, guck dir das mal. Ach so, das ist der Jigo-Vent von der Welt. Der Jigo-Vent-Welt. Welt Jigo. Jigo-Vent-Welt. Welt. Jigo. Ist das Jigo wie Django? Jiggy wie Django? Django, man spricht das Ding. Django Unchained. Nee, es ist Jiggy. Aber Jiggo. So wie die Jiggies, bloß. So wie Winnie Will Smith Beat. Nein, es ist der O-Mat sozusagen, aber O-Vent heißt es halt. Ja, aber was heißt das? Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Ventilatoren. Ich rede jetzt von. Ich doch auch nicht. Von Jiggies. Ja, von Jiggies. Ja. Eine Anhängerkupplung und ein Specko-Spy. Siehst du, so ein O-Spy, aber es ist so ein Jig für Jiggy, das O. Für O und Vent halt wegen Drehen. Das ja, ist so ein, gut. Das ist halt wie so ein Kaugummispenderautomat. Die heißen halt Vents. Ja, in Vendor, ja, aber. Genau. Ich rede jetzt von Jiggy. Ja, was ist mit Jiggy? Mit D oder nicht? Jiggy? In Jiggy. Nein. Das ist mit J am Anfang. Jiggy. Jiggy, genau. Okay. Jiggy. Wir sammeln jetzt Jiggies. Get Jiggy with it. Get Jiggy with it. Die 90er. Get Jägermeister with it. Das wäre jetzt was. Das würde einiges erleichtern. Ich machen. Glaubst du? Hier bitte eine Alkoholwarnung. Ja, guck mal, hier ist Tony, Tiger, Tina, Turner, Thomas. Thomas. Tiger. Oui, oui, le Thomas. Der Phantomas. Findet Phantomas. Nicht zu verwechseln mit dem Phantomas. Da oben ist eine Kiste. Warum ist da eine Kiste? Von der Pfandflasche. Ja, genau. Der Phantomas und der Phantomas. Warte. Und Beate Use. Na, die muss immer dabei sein. Da hinten ist sie. Ja, ich weiß, aber ich brauche erstmal das Auto. Hol doch. Nee, ich rede von Beate Use. Ah, was? Oder Beate willst du Use die mit dem Auto abschleppen? Ja, natürlich, ich will lieber das Auto abschleppen, als statt Beate Use. Beate Use. Beat us. Use. Beat us. See. Beat us. E. Das ist Electronic. Trotzdem noch ein Blechsitz auf. Schlag den Beat. Mit E, aber elektronisch. Wie war das nochmal, den Groß Wagen? Oder ach ja, genau. Das hohe E. Ah. Versuch es zu treffen. Es ist aber schwer anzutreffen. Es hat leider sehr viel Arbeit. Ja.
Immer nur Mohrenbart. Oh, ich glaube, wir sind heute auf einem neuen Hoch- Tiefpunkt von unseren Sprüchen. Ich meine, es geht ja gerade hier die ganze Zeit hin und her und der eine bringt den einen und der andere bringt einen noch schlechteren. Dann bringt sich einer um. Das ist das Ende vom Lied. Ach, wir singen ein Lied? Wir singen ein Lied. La! Das ist dein Lied, denn, nur für dich, denn. Meinst du, jetzt kicken die dich raus aus YouTube? Warum? Weil wegen, wir Copyright... Wegen GEMA. Ja, das hatten wir aber schon mal. Ich weiß nur nicht mehr, welchen Song... Wir haben schon einige Songs GEMA geschützt. GEMA entschützt. GEMA Schutzgeld. Nein, den wollte ich noch nicht. Ja, den. Ja, den lassen wir jetzt einfach da draußen stehen. Mehr als dass die Schweine ihn wieder einsacken. Die Schweine. Naja, es sind Schweine. Ja. Ah, noch eine Kiste. Ah, Moment. Aber da hinten... Ich habe ja gerade das mit dem Laserzaun gemacht, deswegen... Und da kriegen wir jetzt wahrscheinlich... Ich glaube, da kriegen wir jetzt voll die geile Laserwaffe. Ah, du kannst doch trotzdem die Kiste mitnehmen. Ja. Da muss ich jetzt halt bis hinterlatschen. Ja, so ist das halt. Yeah. Hui, planschen. Wie gesagt, ich glaube halt immer noch, dass das 1:1 diese Wasserpartikel wie aus Conker's Life and Reloaded ist. Also Conker Life and Reloaded. Für die Xbox 360 von Conker's Bad Fur Day, das Remake. Xbox? Xbox! Ja, nicht 360, war ja nicht für 360. Ah, nee, stimmt, ja, war für die normale. Für die Xbox. Nicht für die X-Bone? Nee, für die Xbox. Für die Xbox? Wieso? Weil das nur Ochsen spielen? Das ist rassistisch! Ein Trennschleifer. Ich glaube, da fährt Ochse drin. Und ein kleiner Taxisitz. Bitte ein Trennschleifer. Trennt genau. Der Schleif von Geschenken? Ja! Wahrscheinlich. Geschenk aus Packung. Ich habe keine Ahnung. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt hier einfach mal bei Nutty Acres 1 kurz rein, gehe wieder raus. Und dann. Aber das hast du nicht von mir, dass das so gecheatet ist. Stimmt, das habe ich nicht von dir. Dieses fürchterliche Internet. Ja. Oh Gott, da gibt's Schlimmes. Im Internet? Ja. Da gibt's sehr viel Schlimmes. Meat Spin. Uah. Was? Ist egal. Ich glaube, das Mikro muss näher ran, damit man uns besser hört. Ah ja. Ich glaube ja. Brrr. Brrr. Da ist dein bester Freund. Klunkenungo. Mungungo. Klunkmungo. Ich habe ihn nicht Mungo genannt. Wow. Oder du hast ihn auch liebevoll Warcraft 3 Troll genannt. Ja, so sieht er auch aus. Das hast du schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Dass er so aussieht? Ja. Durchaus. So, und jetzt haben wir die 45er Kiste. Yeah. Wir haben jetzt drei krasse große Motoren, dreimal großer Treibstoff, dreimal riesige Düsen, dreimal Spiel gewonnen. Let's Play vorbei. Ich glaube, dieses Let's Play wird, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, das wird mein beliebtestes überhaupt. Dein beliebtestes? Ja. Von dir? Ja. Von mir? Ja. Wir beide lieben es. Ba-ba-ba-ba-ba! Schleichwerbung. Ach ja, genau, die sind das, ja. Oh ja, Meer bringt weitere Kiste. Ah, das Meer bringt große weitere Düse. Kiste. Große Düse! Siehst du? Große Düse, eine zweite große Düse. Eine Fernlenkrakete. Geil. Damit schießen wir alle ab. Und eine Feder 4. Feder 4. Ja, siehst du, wir hatten doch irgendwie nur mittlere Düsen und nur eine große Düse, kann das sein? Ja. Das heißt, jetzt haben wir zwei große Düsen. Und ein riesiges Benzinkatastrophe mitten vor Mumbos Laden. Mungo? Mumbo. Mumbo, ist das Mumbo? Ja. Ja, das ist Mumbo. Mambo Jumbo. Hast du ihn gerade Mungo genannt? Nein. Vielleicht. Ja, aber doch ein schlechtes Gedächtnis. Dummer Mungo. Hast du mich gerade dumm genannt? Meine Aussprache ist auch so fürchterlich. So, wo war jetzt... Kartoffelfrei! Siehst du? Das ist wirklich schrecklich. Ja. So. Ja, wo war jetzt die eine Kiste? Ich bin schon wieder auf der ganz anderen Seite des Hafens. Wir sollten vielleicht mal in irgendein Level gehen. Wir sollten... Wollen wir erstmal hier diese Lockbox fertig machen? Lockbox. Ach, diesen. Ja, wo wir innerhalb Krims? Der Game Station sind. Krams. Ja, können wir. Gucken wir erstmal, dass wir von den Welten, die wir frei haben, erstmal alles fertig machen und dann erst in die neue Welt gehen. Oh, behüllt. Das wäre doch eine Idee. Ja, machen wir das doch so. Ich freue mich schon auf Banjo Land und das ist nämlich die nächste Welt. Dann sollten wir Banjo Land ist super. Du warst echt nachlässig, ne? Ich schwöre, die war vorher noch nicht da. Oh, doch, waren sie. Weißt du was? GTA-Style! Oh, da war eine Münze. Eine Note.
Oh, ja. Ja, was macht ihr denn großartig, außer gegen mich gegenzufahren? Boom! Oh Gott, Anarchie. Und jetzt sind 5 Verhandlungssterne. Komm erstmal mit Panzern. Aber, nein, das ist nicht GTA. Nein, ich wollte gerade sagen, ob sie das Spiel dann für die neuen Konsolen mit Ego-Perspektive rausbringen. Oh yeah, natürlich. Und dann hast du die ganze Zeit unten so eine riesige Nase am Bildschirm. Und schon interessiert sich die Polizei nicht mehr für einen. So ist das. So. Wir müssten eigentlich, was haben wir denn beim zweiten? Da haben wir 2 von 2. Ja. Beim ersten müssten wir auch 2 von 2 haben. Ja. Gut, dann kommt hier die Grunty-Mission von der Logbox 720. Grunty-Mission heißt, verfolge Grunty und schmeiß sie aus ihrem Auto raus, oder? Nein, diesmal ist es ein Rennen. Da muss man ganz schnell einfach im Kreis fahren. Burnout machen quasi. Ja, ungefähr. Mhm. Aber nicht das Syndrom. Das kommt erst hinterher, nach der Aufnahme. Richtig. Ja. Und dann sagen wir wieder 3 Monate, ja, bis die Medikamente gewirkt haben. Richtig. Müssen wir uns erstmal wieder 3 Monate mit Medikamenten vollpumpen.